So, liebe Hermine, zum größten Vergleich habe ich jetzt den großen nochmal hingetan und das ist jetzt der erste kleine. Und hat jetzt ein bisschen weniger Farbe drinnen, ist auch deutlich günstiger. Und jetzt ist halt so, zeige ich dir gleich den nächsten. Das ist dann der hier. Und wir können sicherlich, so wie wir es besprochen haben, oben aufsetzen. Aber ich habe mir auch überlegt, letztendlich, dass ich auch gut machen, wenn man den dazwischen reinsetzen würde. So ungefähr. Aber das kannst du dann mit dem Peter besprechen, wie du möchtest. Auch nochmal zum Größenvergleich, auch deutlich kleiner, ja, also für meine Größe sind jetzt alle ein bisschen länglicher geworden. Und das ist dann hier der nächste. Zum Größenvergleich, ja, dass man sieht, deutlich kleiner. Und das ist dann der nächste, der ist jetzt halt nicht ganz so oval, weil er einfach besseres Farbenspiel gehabt hat und da wollte ich nichts wegschleifen, um das nicht kaputt zu machen. Und ja, wie gesagt, der wird dann dünner geschliffen nach dem Bohren, weil vorher macht es keinen Sinn, dünner zu schleifen. Und ich finde, aber wie gesagt, müsst ihr wissen, also ich finde, der passt da ganz gut rein letztendlich. Also ja, schick. Und dann habe ich jetzt den hier noch gemacht. Das ist jetzt mein Favorit, aber letztendlich, wenn nichts dabei ist, dann würde ich halt weiter schleifen und dann schauen wir. Und der ist auch schön, Cabochon. Ja. Und hier nochmal schnell zum Größenvergleich. Ja. Also deutlich kleiner als für die erste. Und ein kleinen Dutt größer als meiner. Ja. Und er würde sich also hier sehr gut drauf machen. Also oben drauf kann man oder dann dazwischen. Und wenn man dazwischen setzt, dann muss ich ihn wirklich zweimal bohren, oben und unten. Und wenn man oben drauf setzt, dann bohre ich ihn durch, dann macht ihn die Rosi wie bei mir, dass er dann oben drauf ist. Aber wie gesagt, er braucht eine gewisse Stärke, weil ich ja durchbohren muss. Ja. So, und die Preise zahle ich dann per Mail mit.